In der zweiten Zugabe jetzt mit Live-Gästen, soweit ihr noch lebendig seid. Seid ihr? Ja. 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 Weil er kommt ja direkt von der Bühne. Anstrengendes Konzert heute Abend. Schönes Konzert. Schönes Konzert. Ja. Ich könnte vielleicht noch sagen, wer ihr überhaupt seid. Nämlich Christiane Weber und Tim Beckmann. Guten Abend. Weber-Beckmann, sagt man das kurz so? Ist ja, das so? So nennen wir uns. So nennt ihr euch jetzt. Und ich habe gehört, ihr habt unsere Hörerzahl heute vervielfacht. Ja, wir haben gerade das Konzert verlassen und haben gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell zum WDR fitschen. Und die sitzen jetzt alle davor. Sitzen jetzt alle im Autoradio und haben... Ja, sicher. Hoffentlich. Mal die Fans grüßen. Und musstet ihr die Autogrammstunde abbrechen oder ging es so? Es ging gerade. Es ging gerade. Gerade so eben. Ja. Aber es war schwer. Es ist so wahnsinnig schön und sinnvoll, über Musik zu sprechen, wenn man sie auch eigentlich spielen könnte. Wir sollten das mal tun. Oh ja. Ein Titel aus der aktuellen neuen brandfrischen CD. Und der Titel heißt Brieftauben. Damit du mich nicht vergisst nach all den Jahren. Oh, sie werden dich finden und sie kommen in Scharen. Und dann kacken sie dir auf dein Fensterbrett, auf dein Haar, deine Haut und auf den Kadett. Und täglich wirst du vom Gerät wach. Es werden Tausende sein dort bei dir auf dem Dach. Und du wirst an mich denken, so sehr. Wenn ich erzähl's, was du treibst und mit wem und warum nicht mit mir. Ich habe die besten, die
nicht glauben und auf dem kleinen Ring an ihren Füßen steht nur ganz herzlich und mit freundlichen Grüßen. Ich habe Brieftauben auf dem Dach, die kennen jeden Weg. Ich schick sie dir nach, ich schick sie dir nach. Immerhin, Applaus. Also, was will man mehr, oder? Das ist eine super Nummer. Ja, eben. Also, Weber, wir müssen das mal sortieren. Wenn es 5 Minuten 9 Sekunden so ein Lied ist, das muss das so lang sein? Ich meine, kann man das nicht in 2 Minuten auch sagen? Ja, sagen schon, aber nicht singen. Das ist auch wieder wahr. Ja. Das stimmt.